liebe Görlitzer, der eine oder andere wird mich vielleicht kennen. Also, mein Name ist Sebastian Wippel, Landtagsabgeordneter der AfD. Bin kurzfristig eingeladen worden, heute hier einen ausgefallenen Redner zu übersetzen und möchte noch ein paar Worte zu Ihnen, zu euch richten. Die Weihnachtsfeiertage, die haben wir jetzt alle hinter uns und ich hoffe, Sie haben einigermaßen besinnliche Tage erlebt. Weihnachten ist das Fest des Friedens und auch die heutige Veranstaltung steht auch mit dem Licht unter der Überschrift Frieden. Das ist der Grund, warum ich mich bereit erklärt habe, heute deswegen hier zu sprechen. Wer den Frieden will, der muss aber auch zwingend über Kriege reden. Und in dem Land, in dem der Stern von Bethlehem angeblich mal geleuchtet hat, herrscht heutzutage Krieg. In der Zeitung war die Demonstration heute als Anti-Asyl-Demo angekündigt worden. Aber ich glaube und ich hoffe, dass sie mehr als das ist. Denn es darf nicht allein um die Frage des Asyls gehen. Nein, es muss insgesamt auch mehr darum gehen, wie wir miteinander umgehen, wie wir unsere Zukunft, wie wir unsere Stadt und unsere Gemeinschaft gestalten. Bei vielen Demonstrationen, jetzt komme ich doch nochmal zum Thema Asyl, wurde dargestellt, auf welche Weise in Deutschland geltendes Recht gebrochen wurde und weiterhin wird. Es wurde oft genug darüber gesprochen, welche Fehlanreize für Flüchtlinge und Einwanderer gesetzt worden sind. Und die Fehlanreize wurden durch sogenannte Leitmedien und die herrschende Politik kommuniziert. Das werde ich mangels Neuigkeitswert heute nicht wiederholen. Jeder einzelne Punkt, der müsste im Detail benannt werden und in seinen Auswirkungen im Zusammenspiel mit anderen Punkten dargestellt werden, das alleine wäre sehr, sehr langwierig und ich habe Karten für Silvester und ich denke, der eine oder andere von Ihnen vielleicht auch. Einwanderungsanreize und Fehlanreize, das sind sogenannte Zugfaktoren, die Menschen in unser Land ziehen. Und wir erleben sie jeden Tag und die Auswirkungen sind für uns direkt greifbar. Diese Dinge zu erkennen, fällt klar denkenden Menschen leicht auf, denn sie liegen aus unserer Perspektive, aus unserem Blickwinkel einfach nahe. Und selbst wenn die Regierung ihren falschen Kurs der Fehlanreize anerkennen würde, so hätte sie Angst davor, das einzustehen und ihr Gesicht zu verlieren. Statt zu handeln,